Trotz Wind, Wetter und VAR, Deutschland steht im EM-Viertelfinale. Ein bisschen knapp war es aber trotzdem, da wollen wir heute mal drüber sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Spielanalyse hier auf dem Sport1 YouTube-Kanal. Auch heute sind wir wieder zu zweit hier. Ich habe den Jonas eingeladen. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal fürs Viertelfinale dabei sein wollt, dann lasst uns doch jetzt am besten noch ein Abo und ein Like da. Und dann starten wir auch direkt rein. Am Ende war es ein durchaus knappes 2:0 gegen Dänemark mit einigen interessanten Szenen, wie zum Beispiel auch der Wetterunterbrechung. Jonas, wie hast du die ganze Partie so gesehen? Also ich würde zusammenfassend sagen, Deutschland war besser, aber doch glücklich, dass sie es am Ende gewonnen haben. Das würde ich so unterschreiben, auch weil natürlich diese Wetterunterbrechung, also knappe 30 Minuten einfach mal zwischendurch, die nicht gespielt werden konnten, wo beide Mannschaften in die Kabine mussten, wahrscheinlich schon enorme Auswirkungen auch auf die Spieler und die Teams hatten. Ja, ich würde sagen, es hatte so ein bisschen den Vorteil auf der dänischen Seite, dachte ich mir zumindest in dem Moment, weil Deutschland natürlich schon das Team ist, was mehr im Ballbesitz gespielt hat, die Dänen eher hinterhergelaufen sind und dann nochmal 30 Minuten Pause, die Beine nochmal auffrischen einfach. Und ich glaube, es ist aber für beide Teams schon schwierig auch, dass du danach dich einfach nicht verletzt, dass du warm bleibst. Ja, man hat ja schon während der Frühphase gesehen, viele Leute am Rumrutschen, viele Leute, die vielleicht auch nochmal das Schuhwerk gewechselt haben, bevor ja Anpfiff war. Ich glaube, dass das schon eine extreme Rolle gespielt hat. Ansonsten muss man natürlich auch darüber sprechen, ganz vom Wetter mal abgesehen, dass es schon eine durchaus knappe Angelegenheit war. Also ich würde sagen, zu Beginn Deutschland klar überlegen. Ich glaube, so gerade die erste Viertelstunde, ja, wo sie, ich glaube, 6 Abschlüsse gesammelt haben und schon deutlich mehr Zug hatten. Aber Dänemark dann auch durchaus nach der Spielunterbrechung gegengehalten hat. Ja, ich finde, wenn wir schon am Anfang sind, müssen wir eigentlich gleich mal über die Szene eigentlich, na nicht des Spiels, aber die Szene der ersten Halbzeit, finde ich, reden. Und zwar ist das Tor von Nico Schlotterbeck nach 2 Minuten, was zurückgepfiffen wurde. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt eine Frechheit, weil Joshua Kimmich ist nicht der Größte, nicht der körperlich Stärkste und blockt da den Gegenspieler einfach nur mit seinem Körper, gar nicht mal mit einer aktiven Stoßbewegung weg. Und dadurch wird Nico Schlotterbeck frei, köpft den Ball dann auch, ja, freistehend halt einfach ein. Und es gibt Sportarten, wie zum Beispiel den Basketball, wo das völlig normal ist, Spieler mit dem Körper wegblocken zu dürfen. Und deswegen finde ich es völlig in Ordnung, wenn du das im Fußball auch weiterlaufen lässt, weil du generierst dir ja clever durch Positionierung des Körpers einen Vorteil, blockst den Spieler damit frei. Und Dänemark hätte sich ja zum Beispiel auch überlegen können, wenn sie 2 Mann da stehen haben, dass sie dann einfach die Gegenspieler tauschen, der eine übernimmt Schlotterbeck und dann passiert das alles gar nicht. Ja, ich glaube, dass man durch dieses aberkannte Tor so ein bisschen ja auch das Momentum rausgenommen hat. Ich glaube, wenn der Schlotterbeck-Treffer gestanden hätte, dann wäre man auch deutlich souveräner in die restliche erste Halbzeit gestartet und hätte, naja, auch die Dänen ein bisschen offener vor sich stehen gehabt, weil die sich natürlich nach dem Rückstand ja darauf hätten reagieren müssen, sich anders koordinieren müssen. Am Ende war es dann quasi fast genau andersrum, dass Deutschland auf den Treffer von Dänemark hätte reagieren müssen, der dann auch ganz, ganz knapp aberkannt wurde. Am Ende war es die Fußspitze von Thomas Delaney, die den Unterschied gemacht hat. Unfassbar, unfassbar knappe Nummer. Also ich habe mir in dem Moment gedacht, hey, wenn er sich die Fußnägel gestern noch geschnitten hätte, dann hätte das Tor vielleicht gezählt. Aber ja, Abseits ist halt eine Tatsachenentscheidung und wir haben ja keinen Spielraum, da zu diskutieren und deswegen es ist Pech, dass es nur knapp abseits ist, aber abseits ist halt abseits. Und unglücklich wird das Ganze eigentlich auch erst dadurch, dass Andersen dann quasi 1 Minute später auf der anderen Seite durch ein Handspiel den Elfer verursacht. Ja, ist unglücklich, aber nach den aktuellen Regeln halt auch einfach Hand und deswegen gibt es den Elfer auch zurecht und Havertz macht ihn dann rein und dann liegst du halt 1-0 hinten aus Dänemarks Sicht, anstatt 1-0 vorne und das innerhalb von 2 Minuten. Ja, und das bricht ja auch irgendwo das Genick. Danach war auch kam auch nicht mehr so viel von Dänemark. Ja. Also viele Chancen dann auch einfach nicht mehr. Sie mussten dann halt hinten raus auch aufmachen. Deswegen hat Deutschland immer mehr Chancen bekommen. Ja, schwierig eigentlich. Man hat so ein bisschen Mitleid fast mit ihnen. Ja, gerade Andersen, so ein bisschen der tragische Held, innerhalb von knapp 2-3 Minuten irgendwie sehr gegensätzliche Hoch- und Tiefpunkte der Gefühle gehabt. Ob man jetzt im Nachhinein sagt, tut einem schon leid. Ich glaube, so weit würde man nicht gehen. Also ich würde. Aber es ist brutal. Das auf jeden Fall, ja. Brutal, vielleicht so als kleiner Stichpunkt, den man aufgreifen kann. Brutal gut auf jeden Fall auch der Elfmeter von Havertz. Glaube ich, muss man hervorheben. Also wie er den in die rechte untere Ecke schweißt. Ich meine, Schmeichel ist ja auf dem Weg hin, aber keine Chance.
Finde ich, hat auch nochmal gezeigt, dass er definitiv seinen Platz in der Elf hat. Da gab es ja auch wieder im Vorfeld viele Diskussionen. Soll stattdessen nicht doch Füllkrug auf dem Platz stehen? Er hat sich ja schon mit einigen durchaus positiven Szenen wieder ausgezeichnet und unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann. Ja, ich finde, die eine Szene ist einfach Kai Havertz in a nutshell. Er nimmt den Ball wirklich überragend mit. Also ich glaube, es gibt wenig Spieler auf dem Planeten, die das überhaupt so hinkriegen. Scheitert dann aber auch wieder, ich möchte jetzt nicht sagen kläglich, aber schon, ja, einfach vorm Tor unglücklich, kann man finde ich sagen. Und den musst du halt zumindest mal aufs Tor bringen, den Ball. Ja, definitiv. Aber ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Spiele, über die wir kurz sprechen können. Julian Nagelsmann hat ja zum ersten Mal nach den drei Gruppenspielen personell ein bisschen durchrotiert. Havertz hat er drin gelassen, dafür standen aber jetzt Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung, weil Tah ja gesperrt war. Dazu hatten wir David Raum hinten links und auch relativ überraschend, würde ich sagen, Leroy Sané statt Wirtz. Wie ist so deine Einschätzung, wie sich diese Wechsel ausgezahlt haben? Also gut, Schlotterbeck musste natürlich rein, weil Jonathan Tah gelb gesperrt war. Finde ich, hat es sehr gut gemacht, den Assist auf Jamal Musiala auch gegeben. Und auch ansonsten hat er sehr gut hinten rausgespielt, hat sich dann einmal im Strafraum so ein bisschen an den eigenen Fuß gedribbelt. Das ist so der eine Schlotterbeck-Bock, den man immer so ein bisschen einrechnen muss. Ist in dem Fall gut gegangen, aber ich glaube, im Viertelfinale werden wir wieder die Innenverteidigung Tah-Rüdiger sehen. Ich finde aber trotzdem nochmal großes Lob an ihn. Ist keine leichte Situation, dann da reinzukommen. Der nächste ist David Raum. Ich finde, er hat sehr gut gemacht. Ebenso wie Schlotterbeck. Ich finde aber, bei ihm sollte man eigentlich in Zukunft auch darauf setzen, ihn in die Startelf zu stellen, einfach weil er nochmal eine andere Athletik mitbringt als Maxi Mittelstädt. Und das hat uns gegen die Dänen schon ganz gut getan auch. Ja, letzter Spieler ist wieder so ein bisschen, man könnte fast sagen, das Dauerthema, das auch gerne bei uns aufgegriffen wird, das ist Leroy Sané, der dieses Mal sehr lange auf dem Platz stand, ich glaube sogar durchgespielt hat, die kompletten 90 Ich weiß es jetzt nicht genau, aber hat lange Minuten gespielt, ja. Aber auch da wieder relativ unglücklich agiert. Anton kam dann für ihn hinten raus noch. Ja, ich glaube 88. Ja. So in den Dreh rum. Relativ unglücklich agiert hat, wieder diesen typischen Hero Ball, wie du es gerne mal beschrieben hast, gespielt hat. Also er hat versucht, sich einzubringen, hat aber hier und da ein bisschen gefühlt zu viel versucht. Bisschen zu verspielt gewesen, zu fummelig gespielt und dann ja auch, obwohl es abseits war, einmal ordentlich den Ball am Kasten vorbeigesetzt, wo man eigentlich hätte denken müssen, der muss eigentlich drin sein. Ja, wie gesagt, also du hast es schon gesagt, er agiert weiterhin sehr unglücklich. Ich verstehe den Gedankengang von Julian Nagelsmann, dass man sagt, man bringt in der Offensive nochmal einen Spieler rein, der richtig Tempo hat, der dann die Dänen auch quasi zwingt, die Fünferkette nochmal ein bisschen enger zu stellen, die Außenverteidiger dann so ein bisschen nach hinten zieht. Und dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr die Zwischenräume schafft, wo man dann den Ball anspielen kann. Aber auch das hat gar nicht geklappt. Also Gündogan, finde ich, war fast unsichtbar. Ja. Den hast du in den Zwischenräumen gar nicht gefunden. Deswegen, ich würde zwar trotzdem im nächsten Spiel wieder auf Wirtz gehen. Einfach weil er ja noch mal eine andere Dynamik ins Spiel bringt. Auch einfach mehr Selbstvertrauen hat aktuell. Aber ich kann zumindest verstehen, warum man Leroy Sané dieses Spiel gegeben hat. Und es ist ja am Ende des Tages gut gegangen. Deswegen, finde ich, macht es keinen Sinn, Julian Nagelsmann damit zu kritisieren. Nein, kein Stück. Also würde ich sagen, kann man mal machen. Aber vielleicht, wenn man vorausblickt, im nächsten Spiel eher auf das setzen, was sich bewährt hat. Gerade Wirtz, finde ich, hat in den letzten Minuten, die er gespielt hat, nochmal gezeigt, was er mitbringen kann. Ja, auch noch das Abseitstor geschossen, wo er so diesen leichten Lupfer noch ins Tor mit reinhaut. Von daher ist das doch ein guter Punkt, vielleicht mal vorauszuschauen aufs Viertelfinale. Theoretisch ist möglich Georgien oder Spanien. Ich glaube, wir sind uns beide einig, auch aufgrund der Vorgeschichte. Beide Mannschaften haben sich ja schon in der Qualifikation getroffen. Zu 99% wird es Spanien sein, oder? Ja, also das ist eine Resthoffnung, die die Georgier schon haben. Das ist, war eh ein Fußballwunder, ein kleines zumindest, dass sie es ins Achtelfinale geschafft haben. Riesenerfolg, aber die Spanier sind für mich einfach die beste Mannschaft bislang im Turnier. Deswegen wird es wahnsinnig schwer für Georgien da überhaupt was mitzunehmen. Und dann können wir ja sogar eigentlich direkt schon mal drauf schauen, was Spanien denn so stark macht und wie sich das auch so gegen Deutschland verhält. Ich finde, Spanien ist sehr gut im Ballbesitz, fast eigentlich noch mal besser und hat zudem auch vorne eben diese beiden Wirbelwinde, finde ich, kann man fast sagen, mit Jamal und Nico Williams, die den deutschen Außenverteidigern echt Probleme bereiten könnten, weil die deutschen Außenverteidiger einfach nicht die schnellsten und die stärksten in der 1-gegen-1-Verteidigung sind. Ja, da sind wir auch wieder bei David Raum, der ja nochmal eine andere Athletik mitbringt. Ich glaube, der könnte sich gegen Spanien durchaus bezahlt machen. Auch
finde, Schlotterbeck kann man drüber diskutieren, der ja auch nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit gefühlt mitbringt als Jonathan Tah. Aber er wird wahrscheinlich auf das eingespielte Duo setzen, das er ja schon vor der EM als Stammduo ausgerufen hat. Ansonsten glaube ich, kann man festhalten, insgesamt sollte schon fürs Viertelfinale eine leichte Leistungssteigerung schon nochmal her. Ich denke, am Ende hat sich Deutschland den Sieg gegen Dänemark auf jeden Fall verdient, aber es war phasenweise schon wackelig. Du hast den kleinen Verdribbler von Schlotterbeck schon angesprochen. Andrich ist mal weggerutscht. Es gab diesen furchtbaren Fehlpass von Jamal Musiala, wo Manuel Neuer, den man ja auch kurz mal erwähnen kann, gut gerettet hat. Von daher, ja, insgesamt glaube ich ein positives Fazit nach Dänemark, aber Verbesserungspotenzial ist natürlich immer noch da. Ich glaube auch sogar fast, man kann es noch ein bisschen drastischer sagen, Verbesserungsbedarf. Also ich glaube, mit einer Leistung wie gegen Dänemark haben wir gegen Spanien, muss ich so hart sagen, keine Chance. Also müssen wir einfach cleverer ausspielen, wir müssen sicherer am Ball sein. Ich glaube, in diesem Spiel wird es entscheidender sein, wer seine Ballbesitzphasen besser für Zählbares nutzen kann, weil beide Teams natürlich gerne den Ball haben. Und dann kommt es halt auch darauf an, die Chancen reinzumachen. Und da war Deutschland jetzt, mal abgesehen vom Schottland-Spiel im ersten Auftritt, waren sie bislang nicht so die Besten. Und das muss besser werden, wenn du Spanien im Viertelfinale schlagen möchtest. Ja, Viertelfinale steht dann am kommenden... Potenziell Spanien, muss man noch dazu sagen. Das ist richtig. Aber fix ist, Deutschland ist dabei. Am kommenden Freitag, 18 Uhr, geht's los. Wir werden natürlich im Nachgang auch wieder darüber sprechen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst uns jetzt am besten noch ein Abo und ein Like da. Und ansonsten, Jonas, bedanke ich mich, dass du heute wieder dabei warst. Sehr gerne. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.